So Leute, das sind wir wieder bei der Legend of Zelda Ocarina of Time. Immer noch im Wassertempel. Wie ihr seht, habe ich schon den Dark Link besiegt, weil mir das einfach zu blöd war, das während der Aufnahme zu machen. Ich habe ihn offline fünfmal, nein, dreimal besiegt. Als ich dann aufnehmen wollte, keine Ahnung, ist mir Skill verloren gegangen und ich konnte Dark und auf einmal konnte ich Dark Link nicht mehr besiegen. Egal, das habe ich jetzt nachgeholt und werde mir jetzt den Schatz holen. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Video hochladen werde, wo ich euch zeige, wie ich den fertig mache. Das könnte vielleicht noch kommen, so eine Art Bonus-Part, dass ich euch einzeln nochmal zeige, wie man den am besten besiegt. Aber erstmal holen wir uns den Schatz des Dungeons. So, was haben wir denn da Schönes? Yeah, der Enterhaken. Yeah. Geil, wir haben einen Schatz bekommen, den wir schon haben. Nein, natürlich nicht. Dieser Enterhaken ist ein doppelt so langer Enterhaken wie der andere. Der ist doppelt so lang. Der ist verdammt lang, Leute. Länger als der noch. Der ist sogar länger als der in Windbreaker. Und der ist schon lang. So, spielen wir das Wiegenlied. So. Tut mir leid, wenn meine Stimme etwas anders ist, weil ich bin ein bisschen erkältet. Aber la, wir müssen die Hymne der Zeit spielen. Ah, fail. Gut, die Hymne der Zeit ist ja nicht gerade schwer, hier ist auch schon. So, also, A, runter, rechts, rechts, dann mal links. Also, A, rechts, rechts, links. Nein, falsch, A, runter. Rechts, rechts, links. So. Nein. Hoppla. Welches Lied? Welches? Ha! Oh, ich dachte, weil es so blau ist, wäre das die Hymne der Zeit. Ah, okay. Rechts, A, runter, rechts, A, runter. Okay. Ich muss mal zu merken. Rechts, A. Runter, rechts, A, runter. Yeah! No fail, this part. Das wird auf jeden Fall noch kommen. Das kann ich mir gut vorstellen. Übrigens hab ich endlich bessere Soundeinstellungen vorgenommen. Endlich habe ich dieses verdammte Rauschen bei meinen Videos entfernt. So, Link, sei vorsichtig. Lass dich nicht von den Strudeln erfassen. Alles klar, gut. Ach nein, ist auch dieser komische Schlangenpart, kann man sagen. Ja. Gut, ich weiß noch so, wie der ging. Einfach hier durch und Eisenstiefel anziehen, damit wir bloß nicht von der Schule beschweren. Egal, werden wir sowieso, also. Ist eigentlich egal. Ich glaube nicht, dass wir vom Stuhl erwischt werden. Ja, alle gute Dinge sind bei mir wohl gut. Okay, ich ziehe sie ja wieder aus. So. Nein. Nein, kämpft dagegen an. Ja, das muss ich nicht. Nein. Nein, ich will nicht. Kämpft dagegen an. Kämpft dagegen an. Nein, es hat keinen Sinn. Die Strömung ist so stark. Mal schauen, ob das was bringt. Nein. Nee, es bringt tatsächlich etwas. Oder auch nicht. Ich habe mich erst und jetzt ausziehen schnell. Mal schauen, ob es klappt. Komm, komm, komm. Ich atme, du brauchst keine Luft, Link. Und yeah, Skill Master. Nein, nicht schon wieder. So, jetzt Schuhe anziehen. Jetzt ausziehen. Na, das ist witzig. Nein. Hör auf, Link. Du bist doch super stark. Du kannst das. Ich weiß, dass du das kannst. Du bist der Beste. Link! Link!
verdammt. Ich kann jetzt nicht hier die ganze Zeit im Part da irgendwie rumschwimmen oder so, das geht ja nicht. So, mache ich das jetzt. So, jetzt Schuhe ausziehen. Komm schon. Yes! Yeah! Hiermit ernenne ich mich zum Skill Master. Ohne Fee! Oh, die will ich haben, die will ich auf jeden Fall haben. Oh, die will ich haben, die will ich haben. Hoppala. Hä, was hab ich denn da? Ach, blaues Feuer, Mann. Kannst du noch mit die Fee? Yes! Yay, ich bin Fee, eine weitere. Naja, wohl eine. Gut, also, wie ging das nochmal? Okay, wir können hier dran. Aha, und man sieht schon, er ist tatsächlich länger und nicht blöd. Das Ding anzuvisieren, ist, sag mal. Gamepad, Spat. Ich schwöre, du hältst da jetzt fest, oder hast du kommst doch schon öfter. Mann! Höhe Einstellungen immer. Ach, das sieht an dem Control-Stick beim Gamepad. Das ist so schlecht. Na, schlecht nicht, aber es ist generell schwer, mit diesen zu Control-Sticks zu lenken, weil hier ist die Sensibilität sehr, sehr stark. Man kann sie auch runterdrehen, dann läuft die ganze Scheiße in Slow-Motion. Aber dann ist das auch nicht so gut. Gut, wir kommen wieder rüber. Nicht springen, nein, die Truhe ist aus Holz. Der Enterhaken bleibt mein Holz. Ich glaube, das wussten die meisten. Ich weiß nur mal gesagt haben, also es ist immer wieder gut, wenn man es nochmal sagt. Kann ja nie wissen. Ach, wo sind wir hier am schönen Ort? Hört. So, erstmal wieder nach draußen. Hoppala. Also was. Gut. Ja, der Part läuft doch richtig gut schon mal. Übrigens gibt es beim Dark Link gibt es einen kleinen Trick, den man anwenden kann. Dafür dürft ihr aber keinen einzigen Schaden abbekommen. Das ist recht leicht. Indem ihr zu Link, also zum schwarzen Link geht und ihr beim Ankommen sofort euer Schwert zückt und ihn einmal schlagt und das abwehren kann. Und dann könnt ihr so nah wie ihr wollt an Link dran, weil wenn ihr ein Herz verloren habt, dann springt Link mal weg, wieder weg, wieder weg. Das ist ziemlich nervig. So, jetzt können wir an eine bestimmte Stelle, wo wir vorher noch nicht drankommen. So, das wäre die mit diesem schönen Pfosten. Die Krabbe umgehe ich jetzt einfach mal eiskalt. Das ist hier schon. Ach, hier ist es ja. So, wie ihr seht, doppelt so lang, deswegen ist auch der Punkt so weit. Und zack. Doppelt so weit. Jo, ich hau mal das blaue Feuer weg. Oder kann das auch? Was mache ich denn da für einen Quatsch hier, ey? Blaues Feuer wegkippen und durch die Fee ersetzen. Ja, die Fee ist wichtiger als Feuer. Oh, schon Feuer, echt mal. Und zack. Ja, eine weitere Fee. Eine weitere Fee ist in unserer Reihe. Sie wird uns dienen. Okay, was kommt hier? Ach, wie lustig. Na komm schon, das schaffe ich. Nee, warte mal. Wo ist ein Endboss-Schlüssel? Na, hoppala, da fehlt doch was. Ich guck gerade mal auf der Karte. Ach, sind wir schon am Endboss mit dem Schlüssel? Nicht, da fehlt ein Endboss. Joa, shit. Ja, ich muss noch mal gucken, wo überall. Ah, genau. Ich weiß, wo mir was fehlt. Ich weiß es jetzt.
Wahrscheinlich ist euch nicht entgangen, dass wir in diesem einen Raum, wo diese Stacheln waren und wo wir diesen Block mit dem Wasser nach oben getrieben haben, also wo man quasi den Wasserstand auf Mittel setzen kann, dem Raum. Da konnte man noch weiter nach oben gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Effekt hat. Das war in diesem Raum. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendeinen Einfluss hat. Ich hoffe es mal. Weil sonst noch mal echt großen Problem. Gut. Ich senke den Wasserstand erstmal auf niedrig, also auf ganz niedrig, quasi das Aspekt. Aber ist nichts. Gut. Mann, eigentlich habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt, heute einen Park aufzunehmen, weil ich bin total krank, ich bin völlig im Arsch. Aber ich habe Bock auf das Game und ich muss euch ja Parts liefern. Ist doch ganz klar. Ich habe mich für Let's Plays entschieden und das wird jetzt auch eiskalt durchgezogen. Natürlich will ich auch Parts aufnehmen, weil ja, dass ich hier im das weg Scheiße. Okay, nochmal. Ach ja. So, Wasserstand reguliert. Gut, jetzt gehen wir zu der einen Tür nochmal. Ach ja, ich Blödmann. Stimmt ja, da ist ja noch eine Kiste. Und ab nach unten. Boah. Yeah. Das Game ist ja abgerollt. So. Ah ja. Alles klar, wo muss man dann hin? So, und jetzt? Da seht ihr mal, wie lang das Teil ist. Unglaublich, oder? Aber komm jetzt. Auf da jetzt. Zeig dich an, Link. So, zack. Komm so. Komm schon, Mann. Mann, Link. Mach mich so unglücklich. Mich im Arsch. Ich muss hier sowieso den Part beenden. So, wie wir an dieses Ding herankommen, mache ich einfach mal den nächsten Part oder praktisch. Nein, nicht, weil dumm ist. Oder weil ich dumm bin. Egal. Im nächsten Part erfahren wir, wer nun dumm ist, ich oder Link. Bis dahin sage ich schon mal See ya und bis dann noch. Tschüss.